Ja, unsere Villa Frenki. Nochmal ein Rundumblick von außen. Wir leben jetzt 4 Wochen da drinnen und möchten heute mal so eine kleine Roomtour oder wie man das dann auch immer nennen mag, durchführen und euch ein paar Sachen zeigen, wie wir so uns gedacht haben, beziehungsweise was in unserer Hinsicht gut ist und was nicht so gut ist. Leider ist er etwas dreckig. Wir hatten jetzt größere Fahrten im Regen, aber das wird, wenn es jetzt besser wird, das Wetter auf jeden Fall besser. Da ist meine Manuela. Die hat jetzt gerade noch ein bisschen osterlich eingerichtet. Aber nur ein bisschen. Gut, pack das mal weg und dann fangen wir mal ganz einfach von außen an. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt nicht pack, schnell hier mal rein. Ja, alles gut. Ja, na, lasst gleich auf. Dann machen wir gleich die Garage. Ich übergebe mal die Kamera. Auch das ist alles noch ein bisschen provisorisch, aber man sieht schon erste Sachen, nämlich hier dieses Regal, was ich hier eingebaut habe, wo wir diese entsprechenden Euroboxen hier drinnen gut stapeln können, die auch feststehen. Die haben die Fahrt überstanden ohne Probleme. Und im Weiteren hier hinten, dass ein bisschen Licht ist, habe ich auch ein Regal gebaut, wo im Prinzip diese ganzen Campingmöbel sicher drinnen stehen. Ja, sicherlich jetzt noch ein bisschen wackeln. Hier kommt aber noch ein Klappstuhl rein, sodass die dann auch feststehen. Hier drüben haben wir noch eine schmale Tür. Das sehen wir dann, wenn wir auf der anderen Seite lang gehen. Und das ist hauptsächlich der Zugang für die Elektrozentrale, beziehungsweise zukünftig geplant, dass wir hier unsere E-Bikes, E-Scooter dann problemlos von dieser Seite raus machen. Die Batterien sitzen hier unten, auch gut gelöst, werden in naher Zukunft ausgetauscht durch Lithium-Ionen und hier diese schweren AGM-Batterien dann entfernt, sodass wir dann im Prinzip auch hier hinten wieder nicht ganz so viel Gewicht haben. Ja, hier kommt auch noch der Roller rein. Und was uns natürlich sehr gut gefällt, alles mit Filz ausgelegt. Ja, man hat hier schöne Lampen angebracht. Gib mal kurz die Kamera, ich zeig sie. Oder sieht man es? Ja, und hier unten noch zusätzlich eine 220 Volt und eine 12 Volt Steckdose. Die hatte ich erst lange Zeit gar nicht wahrgenommen. Deine Frau hat dich darauf aufmerksam gemacht, richtig, dass das da ist. Der Boden ist hier mit Riffelblech ausgelegt und so ist doch schon eine relativ hohe Festigkeit gegeben, was natürlich auch das Reinigen relativ einfach macht. Ja, ich denke, das reicht erstmal für die Garage komplett aus. So, was noch für uns kaufentscheidend war, ist auf jeden Fall die Anhängekupplung. Das ist eine abnehmbare Anhängekupplung von Alco. Wir haben es gerne mitgenommen. Erzähl. Wir haben es gerne mitgenommen, weil wir ja sowieso eine Anhängerkupplung brauchen. Anhänger ist ja gekauft. Ja. Wir sind jetzt am Mittwoch damit aus Lüdinghausen, Bocholt gekommen. Und die muss ich jetzt noch abbauen und wird wieder eingemacht. Hatten wir so nicht auf dem Schirm. Die Heckklappe. Aber wenn man sie hat, man nutzt sie auch sehr viel. Gell? Und das ist eigentlich ein typisches Zeichen von Frankia, dass diese Heckklappe in der Mitte zum Ausklappen da ist. Und ja, also es gibt schlechtere Ideen. Gell? Gut, ansonsten Kamera, da gibt es einen extra Bildschirm da dafür als Außenspiegel, also Rückspiegel zu nutzen, sehr gut machbar.
ist eigentlich mittlerweile nicht mehr in dem Radio, sondern eine extra Kamera. Das zeigen wir dann, wenn wir drinnen sind. Wundert euch nicht, dass es so dreckig ist, aber wir sind vorhin im strömenden Regen hier auf den Stellplatz gekommen. Und bei dem Wetter, das ist März und es regnet und stürmt. Aber wir fahren nächste Woche in den Osterurlaub und da, bis dahin ist es sauber. So, hier sind wir auf der Fahrerseite. Fahrerseite haben wir hier diese schmale Klappe, die ich ja schon erklärt hatte. Ist jetzt im Moment zugeschlossen, aber das habt ihr ja gesehen. Da ist die ganzen Zugang zur Elektrozentrale und für unsere E-Scooter. Ich will da eventuell mir selber einen Auszug bauen, sodass ich die dort entsprechend auch ganz gut rauskriege. Außendusche. Auf der Beifahrerseite vielleicht nicht ganz so günstig. Ich hätte die gerne lieber entweder hinten gehabt oder auf der Beifahrerseite, weil dann kann man sich selber schützen mit Markise und dergleichen mehr. Und man matscht nicht das andere Wohnzimmer voll. Genau. Zugang zur Toilette, die Kassettentoilette, die ist hier dahinter. Klar, braucht man, glaube ich, nichts weiter zu erklären. Wir sehen das dann von innen. Ganz toll, auf den ersten Blick ist das Wirtschaftsfach, sage ich mal so. Ach so, das ist übrigens noch so ein Utensil, was wir für die Kabeldurchführung brauchen. Nämlich, ich habe jetzt gerade die Kabeltrommel angeschlossen, also das Kabel hier rausgezogen. Und das nutzen wir mehr oder weniger als Mäuseschutz. Dass die Mäuse sich nicht darüber ins Wohnmobil gelangen. Hier haben wir verbaut den Abflussschlauch. Das ist okay. Wir werden uns da auf jeden Fall noch einen kürzeren machen, dass wir nicht jedes Mal diesen langen brauchen. Der lange hat aber auch seine Vorteile. Hier auf der rechten Seite dieser Klappe war eine Trommel mit einem Wasserschlauch verbaut. Den haben wir nach dem ersten Versuch liquidiert. Warum? Wir haben hier was entweder nicht gibt oder wir haben es ja fertig konfiguriert gekauft. Gibt es keinen Befüllanschluss, wo man hier mit der Gießkanne oder dergleichen mehr einfüllen könnte. So, nutze ich diesen Schlauch, diesen aufgerollten Schlauch auf dieser Trommel, kann ich das Wasser problemlos einfüllen, das ist klar, aber ich brauche halt immer Wasserdruck von einem Wasserhahn. Wenn ich jetzt mit der Gießkanne oder aus dem Kanister tanke, so wie wir es bei uns in unserer Halle immer machen, dann ist es fast unmöglich. Und der größte Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, dass in dieser Kabel, in dieser Wasserschlauchtrommel das Wasser drin stehen bleibt. Das kann ich nicht rauslaufen lassen. Das ist ganz blöd. Und deswegen haben wir uns da dagegen entschieden. Ich habe mir hier ein Ventil dran gemacht, was ich abschließen kann, also auf zumachen kann. Habe mir einen entsprechenden Befüllschlauch im Baumarkt gekauft und von Gardena eine Bohrmaschinenpumpe. Akkuschrauber haben wir immer da dabei. Ja, hier gehe ich in den Kanister rein, hier schließe ich es da dran und dann kann ich aus dem Kanister oder aus der Gießkanne dann entsprechend auftanken. Und zeig mal das Bild hier vorne. Na, Moment, so. Ich hoffe, dass man es sieht. Mhm. Von Gardena. Zusätzlich haben wir noch hier reingelegt einen Anschluss, falls ich eine 220 Volt Steckdose gebe, sodass alles an einer Stelle liegt. Der Austritt der Heizung, ja, kann man nichts dagegen sagen. Wir haben uns natürlich gleich für dieses Schild entschieden. Ansonsten hast du immer Spuren am Wohnmobil. Diese Klappen im vorderen Bereich begeistern uns ungemein. Hier sind wir nämlich direkt unter unseren Sitzbänken und können von außen entsprechend zuladen. Hier haben wir, weil das beheizt ist, unverderbliche Sachen,
Lebensmittel drin, die jetzt nicht auf Wärme reagieren. Hier haben wir so Utensilien drin, die man nicht ständig braucht, aber eben ganz normal drin sind. Und hier noch, wo man so Zeug hinlegen kann. Und hier sitzt die Kabeltrommel für den 15 Meter, für das 15 Meter lange Kabel, welches direkt mit einem CE-Anschluss versehen ist. Was gut ist, leider hier nicht mehr so ganz funktioniert, ist, dass jede Klappe beleuchtet wird, wenn wir die aufmachen. Ja, da ist hier so ein Schalter dran, der dann entsprechend... Ja, das kommt mit auf die Liste. Ja, ja. Wobei die Liste bis jetzt noch sehr, sehr klein ist. Tank. Hier gibt es noch eine Optimierung, die wir machen werden, dass wir hier praktisch, gibt es im Zubehör einen Deckel, der dieses AdBlue-Fach auch schützt, wenn der Tankdeckel drauf ist. Ansonsten könnte nämlich jeder hier rangehen, das AdBlue aufmachen und sonst was einfüllen. Aber das zeigt man dann, wenn es soweit ist. Oder rausnehmen. Genau. Fahrertür. Das war uns auch wichtig, dass eine Fahrertüre noch drin ist. Weil es gibt ja jetzt ganz viele Wohnmobile, wo keine Fahrertüre mehr ist und keine Beifahrertüre. Einziger Nachteil ist, dadurch, dass der sehr hoch gebaut ist, dass man relativ hochsteigen muss. Da suchen wir noch eine Möglichkeit, eventuell mit einer Trittstufe das eventuell zu machen. Aber das ist erstmal nicht wichtig, aber für die Zukunft geplant. Diese Spiegel im Vergleich zum Eurer deutlich besser. Ich sitze hier und kann unten drunter durchgucken. Also ich sehe auch in den Kreisverkehr rein, was ganz wichtig ist. Ja, also im Eurer-Mobil ging es immer Kopf hin und her. Meine Ela hat immer gesagt, wenn sie dabei gewesen ist, ob jemand kommt oder nicht kommt. Es war suboptimal. Hier gefällt mir das deutlich besser. Die Spiegel sind von Hand einstellbar, die drinnen elektrisch. Ja, Hubstützen haben wir mittlerweile nachgerüstet. Dazu gibt es dann auch noch mal ein entsprechendes Video, wo wir noch mal das zeigen. LED-Scheinwerfer, sowohl Fern- und Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, sehr gut. Was auch noch mal, was im oberen Teil schon gemacht wurde, dass hier ein Netz verbaut ist, ja, sodass das vor Steinschlägen schützt. Hier unten in dem Bereich nicht, da wo der Klimakühler sitzt. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nachrüsten. Ja? Möglichst noch vor Hamburg eigentlich. Ja, da müssen wir sehen, wie wir zeitmäßig da dazu kommen. Ja? Gut. Ja. Viele haben natürlich schon mein Foto zum Gaskasten gesehen. So einen großen Gaskasten wie hier, so aufgeräumt hatten wir noch nie. Das ist das Wohnmobil räumt sich ja von alleine eigentlich auf. Ja. Das gebe ich ehrlich zu. Wir haben uns jetzt hier für diese befüllbaren Gasflaschen entschieden, fahren damit bisher sehr gut mit der dazugehörenden Duo-Control, den Crash-Sensoren und so weiter. Ist das eine ganz wunderbare Lösung und die kann man auch relativ schnell austauschen, falls das mal notwendig sein sollte. Kein Problem. Im Übrigen, es ist erlaubt. So, hier das gleiche Fach wie auf der Fahrerseite. Natürlich jetzt schon eingeräumt. Und hier wollen wir eventuell einen Auszug reinbauen. Da sind wir aber noch nicht ganz schlüssig, weil hier dieses Gelenk uns 5 cm Platz wegnimmt, wo wir da noch ein bisschen hadern, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Aber in Überlegung ist es auf jeden Fall, weil es schöner ist, wenn du das rausziehst und hier alles schön ordentlich einladen kannst und so weiter. Ja, was haben wir hier? Kühlschrank ist klar, wir haben jetzt die Winterabdeckung abgenommen. Wenn der Kühlschrank bei bestimmten Temperaturen nicht mehr kühlt und ihr habt die Winterabdeckung drauf, nehmt die runter. Verstaut sie so, dass er wieder rankommt. Wunderbar. Hier haben wir Gasaußenanschluss. Haben wir auch schon mal genutzt. Auch eine tolle Gelegenheit. Und hier nochmal ein Fach für die Ersatzkassette.
ob man da hätte so eine Klappe bauen müssen oder hätte man von innen dran kommen können. Das, sage ich mal, ist jetzt hier, es ist so, wie es ist und damit können wir leben. Das Fenster ist drin gewesen, können wir jetzt nicht ändern. Aber wir überlegen, den Fernseher im Prinzip vor dieses Fach, vor dieses Fenster zu machen, sodass dieses Fenster für uns eigentlich sinnlos ist. Auch wir es von innen eigentlich auch nie aufmachen werden. Und ja, das ist noch eine Frage der Zukunft. Aber bis jetzt haben wir da ganz gute, also ist da jetzt noch keine weitere Erfahrung. Eine Markise haben wir. Auch 5,50 Meter Markise, oben eine Solarplatte drauf mit 175 Watt Peak. Da überlegen wir eventuell entweder noch einen zweiten Kreis aufzubauen oder eine gleiche mit 175 dazu zu machen, wo wir dann deutlich ausreichen würden. Frage der Zukunft. So, damit sind wir außen fertig. Jetzt zeigen wir euch das alles von innen. Es ist keine mexikanische Würfelbude mehr. Wie schon gesagt, räumt sich das Wohnmobil von alleine auf. Dann kommt mal rein oder komm rein. So, bevor ich jetzt weitergehe, kommt das Erste. Ich muss die Schuhe ablegen. Und das geht eben in diesem Fach sehr, sehr gut. Und man hat im Prinzip wenig Haushalt. Der Jens filmt jetzt mal hier unseren Wohnraum. Das ist so eine klassische Aufteilung, die wir ja lieben. Mit einer L-Sitzgruppe, große Bank, Beifahrer- und Fahrersitz. Aber da kommen wir später dazu. Als Erstes möchte ich euch unsere Küche vorstellen. Die ist natürlich viel, viel, viel größer wie in unserem Euromobil. Was mich begeistert, wir können hier unsere Geräte stehen lassen. Unseren Heißluftfritteuse, unsere Kaffeemaschine. Dann haben wir hier ein Spülbecken. Und hier kann man die Arbeitsfläche noch vergrößern. Was ich in meinen Augen sage, wenn ich meine Arbeitsfläche vergrößern möchte, habe ich hier ein Loch. Abwaschen kann ich persönlich, ich rede von mir, kann ich auch nicht. Also heißt, für mich muss ich mir hier noch ein Brett anfertigen lassen, dass ich wirklich eine vergrößerte Arbeitsfläche habe. Jetzt zeige ich euch den Herd. Also das wird dann weggeräumt. Fallen natürlich die Krümel rein, wenn man arbeitet, ne? Und macht man ja nicht immer gleich. Was uns noch begeistert, stelle ich jetzt mal hier rüber. Das sind noch die übrig gebliebenen Sachen von meinem Geburtstag. Das ist der andere Herd. Also wir können hier mit drei Flammen auf jeden Fall gleichzeitig kochen, was natürlich gut ist. Ich stelle das alles wieder hin. Was uns auch noch begeistert, sind die Gewürzregale, vor allen Dingen die zwei hier hinten. Dann haben wir hier oben die Oberschränke. Ich muss gleich dazu sagen, wir können nicht minimalistisch, also wir müssen alles doppelt. Stopp. Was uns aufgefallen ist, das werdet ihr jetzt auch gleich noch sehen. Die Frankia bietet hier in dem Fall keine hohen Schränke an, also wo man hohe Sachen lagern kann. Deswegen haben wir hier dieses Board rausgebaut. Das ist natürlich hier noch im Wohnmobil vorhanden. Und hier diesen Schrank nutzen wir für hohe Sachen, sodass das dann problemlos machbar ist. Ansonsten sind alle Schränke mit diesem Zwischenboden ausgestattet.
Ja, und dann gehen wir weiter rüber zum Herd. Backofen. Nur mit Unterhitze. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich sage ja, wir haben gestern schon was drin gekocht. Dauert halt ein bisschen länger. Tiefkühler, Kühlschrank. Was mich auch begeistert, ist hier oben die Ablage für ein bisschen Nippzeug. Also da haben wir unsere Kerzen, die wir von der Ute und vom Ralf geschenkt bekommen haben. Die laufen jeden Abend, ihr zwei. Ja, und worauf ich ganz stolz bin. Nein, nein. Also wenn ich es bestellt hätte, für mich wäre dieser Schrank nicht so gekommen. Wir haben gestern eine Lösung besprochen, die wir jetzt in Zukunft machen werden. Dieses Regal bleibt. Es wird auch teilweise angeschaltet, um Licht zu haben. Ja? Aber wir werden das noch ein bisschen ausschmücken mit Pflanzen, so im Hintergrund, denke ich. Und damit, vielleicht Bilder von Kindern noch reinhängen. Damit ist das dann doch wieder gefälliger und machbar. Also, ja, für mich nicht, aber ein Tod muss man sterben. Darunter der Fernseher, das ist auch für uns im Prinzip nicht optimal gelöst, weil... Setz dich ruhig mal hin, damit man sieht, warum. Ja? Ja, ich sitze immer hier. Ich so. Und dann müssen wir das ganz weit raus. Und wenn jemand raus will, dann verschiebt man den Fernseher. Also das ist... Deswegen die Variante, dass wir hier eine Möglichkeit suchen, an dem Schrank eine Befestigung, eine Halterung zu finden, dass wir hier den Fernseher hier hinbringen können. In dem Zusammenhang, bis jetzt sind wir nach wie vor der Meinung, dass wir keine Antenne brauchen. Nein. Wir haben jetzt mit Magenta TV arbeiten wir jetzt. Da gab es ein kleines bisschen Probleme, wenn man ein bisschen schlechten Empfang hat. Offensichtlich braucht Magenta TV unheimlich viel Datenvolumen, aber von der Bildqualität her perfekt. Ja? So. Machen wir mal hier weiter. Ja, die Bordzentrale. Das ist mehr oder weniger mein Metier. Allgemein üblich. Eine Besonderheit, die hier mit diesem Schalter betätige ich dieses Rollo hier vorne, welches jetzt nach oben gefahren ist. Aber nur dann kann ich es betätigen, wenn es voll ausgefahren ist, dann kann ich von oben nach unten steuern. Hier vorne am Fahrersitz ist ein Schalter, womit ich es von unten nach oben bewegen kann. Das ist so ein bisschen eine Besonderheit, die man hier mal noch mit sagen sollte. Ja, so, und jetzt hier haben wir alles reihum Schränke. Ich habe einen eigenen Wollschrank. Fürs Hobby. Zum Stricken, Häkeln und so weiter und so fort. Ja, hier sind dann alles so Dokumente, Sachen. Dokumente drin. Wir haben kein U-Bett und durch diesen Hub, gehen wir ein Stück zurück mit der Kamera, kann ich es besser erklären. Durch diesen Hubbettentfall haben wir hier 7 Schränke mehr. Und diese 7 Schränke, die sind so tief, dass wir unser Zeug komplett reinlegen können, ohne dass es auffällt und so weiter. Also ganz toll. Das begeistert uns sehr. Somit brauchen wir auch Abend nicht mehr oder wenn wir ankommen, unsere magischen Stuhlauflagen zur Seite packen, weil sie auf dem Bett gelegen haben. Genau. Sondern sie sind verstaut. Das sind meine 2 Hobbyfächer. Naja, und hier Handtücher und so weiter und so fort. Ja. Ja, und hier ist die Sitzgruppe. Den Tisch musste man noch erklären. Ja. Setz dich mal hin. Gibt's verschiedene Videos schon darüber von Frankias, die vorgestellt worden sind. Ne? Man kann hier den Tisch auseinanderziehen, drückt das nach unten und hat so einen kleinen Tisch.
Ja, wir bevorzugen aber die ausgezogene Variante, fahren ständig da damit. Wir haben in der Stellung, so wie es jetzt ist, genügend Beinfreiheit, dass wir hier dran vorbeilaufen können. Und das ist meines Erachtens vollkommen ausreichend. Deswegen die Variante. Gut. Was wir noch hier optimieren, wir haben uns eine durchsichtige 2 mm starke Folie gekauft. Die liegt an die Rutschfolie. An die Rutschfolie. Die liegt jetzt gerade in der Halle zum Ausliegen, weil die war ja eingerollt. Wir schneiden dann hier mit Papier eine Schablone und schneiden die uns so zurecht, dass die hier oben drauf liegt. Wir haben keine Lust, dass durch irgendwelche herabfallenden Teile dieser Tisch wieder beschädigt wird. Zeigen wir natürlich nochmal, wenn es verbaut ist. Deswegen also erstmal so diese weil wir möchten, wir hatten schon mal ein Wohnmobil übernommen. Ich glaube, der Euromobil oder war das der Detlefs, wo auch was aus dem Schrank gefallen ist und dann war es beschädigt. Und ihr könnt ja mal in eure Kommentare schreiben, wem das noch nicht passiert ist oder wem es passiert ist, dass der was aus dem Schrank gefallen ist und auf den Tisch gefallen ist. Ich glaube, sind die wenigsten, denen es noch nicht passiert ist. So, jetzt willst du das bestimmt erklären. Richtig. Diese ganzen Sitzflächen sind alle hochklappbar. Ohne, dass ich irgendwas bauen muss. Ich kann die hochklappen. Ich kann hier in dieses Fach reingreifen. Und wenn man die richtige Stellung findet, ist es auch schnell wieder drinnen gemacht. Also festgemacht. Und verrutscht auch nicht mehr. Also wir brauchen rein theoretisch bei keinem schlechten Wetter mehr aus diesem Wohnmobil rausgehen, keine Antenne mehr ausfahren, keine Keile mehr unterlegen. Ich sitze jetzt hier auf dem Beifahrersitz und im Francia ist ein relativ hoher Doppelboden verbaut. Deswegen gibt es hier eine Kante, die ist ungefähr so hoch. Hier vorne zwischen Wohnraum und Fahrerbereich. Das heißt, wenn ich wohne, ist der Sitz oben. Wenn ich fahre, ist der Sitz unten. Wenn es wieder mal geht. So. Wäre auf Dauer unbequem, hier so zu sitzen. Ja, bis wir hier die richtige Stellung hatten, hat auch ein bisschen gedauert. Ja, aber ansonsten funktioniert es wunderbar. Das Lenkrad ist verschiebbar, hoch, runter. Beim Sitzen ist es besser, wenn ich es nach hinten... Willst du jetzt das Armaturenbrett erklären oder wollen wir erst eine Runde nach hinten gehen? Ich zeige euch mal... Das Armaturenbrett ist nicht so interessant, aber was noch ist? Ich will bloß zeigen, hier ist der Biene ihr Revier. Und hier vorne ist die Kamera, der Bildschirm für die... hinter dem Lenkrad. Für die Kamera hinten dran am Heck. Sowohl beim Rückwärtsfahren geht es nach unten, als auch bei der normalen Fahrt zeigt die immer das an. Hier erwarten wir noch eine Optimierung in der kommenden Woche. Mit dem Pioneer Radio bin ich besser gefahren, deswegen fliegt dieses Alpine Radio raus. So, jetzt werden bestimmt welche fragen, was das für ein Sack ist. Das ist unser Entfeuchter, den ich in jedem Wohnmobil drin hängen habe. Und da wir das Wohnmobil stand ja seit Oktober beim Händler, also war dann durch kalt und so weiter, ja die Feuchtigkeit kennt er ja, dass die Fenster alle beschlagen sind, wenn man dann früh aufsteht. Mit diesem Sack haben wir jetzt nicht mehr so viele Probleme, dass die Fensterscheiben beschlagen sind. Und dann werden wir mal sehen. Zeig mal auf die Schalter. Hier vorne dran sind die ganzen Schalter für die ganze Geschichte. Das ist einmal die Treppe. Das ist für die Außenleuchte. Außenleuchte. Und was ganz toll ist, auch übrigens auf der Fahrertür. Ja, man hat einen Bewegungsmelder. Man kann es dauerhaft einschalten, gell? Und wenn es so steht, ist ein Bewegungsmelder dran. So wie man rausgeht, geht das Licht an. Und wenn man aufs Wohnmobil zukommt, geht das Licht genauso an.
Und was uns noch sehr gut gefällt, gehen wir hoch an dein Regal, dein geliebtes. Ja, dass man hier mit dimmen kann. Dass man wirklich schön dimmen kann. Und das geht mit allen Lichtern, die hier im Wohnmobil verbaut sind, finden wir toll. Was ungünstig ist, ich muss aber immer erst ins Schlafzimmer, wenn ich im Schlafzimmer Licht haben will. Und das ist... Das ist jammern auf hohem Niveau. Ja, im eurer Mobil aber wir haben, können ja hier gut laufen. Im eurer Mobil haben uns da auf, hat man im Schlafzimmer immer Licht gehabt. Also der Wechselrichter 1800 Watt von Büttner. Warte. Ist schon verbaut gewesen mit Netzvorrangschaltung. Das heißt, haben wir keinen Landstrom, ist automatisch immer alle 220, alle Steckdosen in Betrieb. Was natürlich für uns im Alltagsgebrauch recht gut zu machen ist. So, durch den Doppelboden, den wir haben, haben wir auch eine Art Fußbodenheizung. Also ich bin ein ganz schlechter Barfußläufer. Also ich mag eigentlich nicht barfuß laufen. Aber in diesem Wohnmobil ist mir aufgefallen, in der Villa Frenghi, ich laufe fast nur barfüßig. Also das ist so warm. Wir werden auch keinen Teppichboden reinlegen, sondern wir haben uns Vorleger gekauft. Die finden wir praktischer, die kann ich ausschütteln. Hat auch was mit der Katze zu tun. Ja. Ja? So optimiert haben wir uns hier auch schon ein kleines Fach, wo man schnell mal was reinschmeißen kann. Schlüssel und so weiter und so fort, Fernbedienung. Ja. Da kommt die Fernbedienung vom Fernseher rein und das habe ich festgemacht und es rutscht nicht runter. Genau. Willst du die Schubkästen hier noch? Ach so, ja. Ne, da musst du aufstehen. Naja, ich sehe es doch. Hier haben wir unser Besteck. Ach, guck mal, hier kommt die vierte Kabel raus. Auch hier wieder, die Schubfächer sind alle relativ flach gehalten, sodass man hohe Sachen nirgendwo reinkriegt. Aber man kann ja hier, ich habe das mit den... Ja, ist richtig. Aber es gibt ja auch mal einen hohen Topf, den man mitnehmen will. Wo willst du den reintun? Wo ist denn überhaupt der große Topf? Den man... Siehst du, geht schon los. Wir haben doch den Klostopf. Ich sag's mal so, wenn man jetzt hier aus diesen zwei Schränken oder hier von zwei Schränken einen hohen Schrank machen würde, wäre das... Für das Alltagsleben auf jeden Fall effektiver. Nun ist es so, wir können damit leben. So, hier habe ich, wenn ich mir das vorstelle, das war alles in eurer Mobil in einem Schubfach gewesen. Besteck und das. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Aber wir können nicht minimalistisch. Du auch nicht. Hier ist unser Topfschrank. Topfschrank und hier unten haben wir, was mich auch begeistert, im Prinzip so ein Schoko. So ein kleiner Vorratsschrank für Süßigkeiten. Und dann, jetzt geht's weiter. Wir gehen jetzt hier noch weiter. Wir haben einen kleinen Schrank. Wir nutzen den aber als Wirtschaftsschrank. Richtig. Also Wirtschaft, Katzenfutter ist hier drin. Unsere Alltagsklamotten hier unten haben wir. Also, wie gesagt, wenn man genug Stauraum hat, kann man sowas damit auch umgehen. Ja, den Luxus gönnen wir uns jetzt einfach, dass wir einen Wirtschaftsschrank haben. So, hier unten in der Klappe, das zeige ich auch gleich noch, ist Wasser und Abwassertank drin. Jetzt gehen wir zur Dusche. Ins Bad. Das ist unser Raumbad. Das, was Jens schon immer wollte. Die 20 cm Breite haben wir jetzt. Ich muss noch mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal an irgendeiner anderen Stelle erzählt haben. Wir haben, wo beide Wohnmobile nebeneinander gestanden haben, wo wir umgeräumt haben, haben wir mal gemessen, wo der Platz hierher kommt. Weil das war uns eigentlich total unklar. Die Sitzgruppe
ist identisch eurer Mobil Frankia, 2,20 Meter lang, vom Radio gemessen bis zur Rückwand. Die Küche im eurer 70 cm, hier 95 cm. Und auch das Bad, anstatt, ich weiß jetzt gar nicht mal das Maß, auf jeden Fall auch 25 cm mehr. Ja, und los. Hier, du musst mal rumkommen, was auch sehr, sehr schön ist, was uns sehr gut gefällt. Wir haben einen Handtuchtrockner. Also eine Heizung als Handtuchtrockner. So edel haben wir noch nie mal zu Hause. Ein schönes Waschbecken. Spiegelschrank, aber was uns nicht zusagt, dass man, uns wäre es recht, wenn der Schrank jetzt so aufgehen würde, aber er geht so auf. Genauso bei dem. Der. Das ist klar, der geht nicht anders. Der geht, und der müsste eigentlich auch hier rum aufgehen. Aber jammern auf hohem Niveau, sage ich immer. Gibt schlimmere Sachen. So, was noch ist, was ich noch nachgerüstet habe, ist die kleine, das kleine Ding hier, dass wir im Prinzip unsere Zahnbürsten und das alles stehen haben. Mein Zeug. Jens hat seins da drin. Dann haben wir hier noch einen Unterschrank. Da müssen wir noch den Mülleimer rausbauen. Muss erstmal Biene rauslassen. Weil der nimmt für uns zu viel Platz weg. Genau. Aber wir kommen, machen das jetzt. Was für uns auch blöd ist, ist die Bedienung der Spülung. Ja, wenn man sitzt, ist ja voll, muss man im Prinzip so hinter sich greifen und das ist blöd. Aber Porzellanbecken, das ist ja, komplett auf jeden Fall. Ja. Toll. So, dann haben wir hier haben wir die Dusche. Ich kann drinnen stehen, ebenerdig komplett, aber wir nutzen das im Alltag auch als Toilette für die Katze. Haben uns da etwas untergelegt, für, dass es nicht durchsuppt. Das Katzenklo und so weiter ist drinnen. Ist alles schnell. Hat sie sich eigentlich ganz schnell dran gewöhnt. Hat sie sich ganz schnell dran gewöhnt und nutzt das auch intensiv. Hier haben wir noch so einen Handtuchhalter, der natürlich, wenn die Türen auf sind, voll ausklappt. Braucht man an sich nicht. So, um an die Schränke zu kommen, muss man die Treppe hochklappen. Aber das ist ja in dem Sinne keine Arbeit. Und hier haben wir auch unseren Hängeschrank. Kann man, gehen wir einen Schritt zurück, dann machen wir, dass du es eben voll ausziehen kannst, genau. Ich sehe von mir drei Sachen und mehr nicht. Minimalistisch. Ich kann nicht minimalistisch, habe ich doch gesagt. Spaß. Dafür hat er hier seine Jacke hängen, seine dritte Jacke im Bad. Und hier haben wir einen Auszug, wo wir uns Körbe reingestellt haben, um die Schlüpfer und das alles. Aber das mit den Körben, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, weil man da ganz gut trennen kann. Hier haben wir noch eine Türe. Hier unterm Bett ist Heizung verbaut, ja, sodass es hier drinnen auch richtig schön warm wird. Um das ganze Bett ist eine Heizung. Genau. So, und jetzt sind wir im Schlafzimmer. Auch wieder viele Staufächer, ja, die relativ tief sind sogar, sodass man hier gut Klamotten legen kann. Hier hinten nochmal ein schönes Ablage. Und vor allen Dingen hier. Drehbar. Hier ist. Kann man Licht. Die Lichter ausschalten. Und was war hier drüben bei mir? Da ist es hier vorne das Licht, gell? Hier. In der Treppe, genau. So, jede Seite hat einen USB-Anschluss dran.
Damit wird ein bisschen gespart. In der heutigen Zeit wäre es sicherlich besser, wenn das ein oder andere USB-Anschluss mehr dran wäre. Ja, oder auch eine Steckdose hier im Schlafzimmer. Genau. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, inwieweit das bestellbar ist, mehr Steckdosen. Es war fertig konfiguriert. Wir haben es so mitgenommen, wie es war. Wir haben uns eine Steckdose nachrüsten lassen im vorderen Bereich, wo ich sitze, dass ich eben meine ganzen Gerätschaften ladere. Wir haben seitlich an den Betten Fächer, wo wir Zeug reinmachen können. Bei mir ist es ein Buch, ja, und dergleichen mehr. Und was wir noch haben, ganz viele Oberlichter. Und das finden wir richtig toll. Viel Licht und Jens kann vor allen Dingen gerade stehen, hier vorne, richtig, wo er sitzt und muss nicht mehr sich verbeugen vor mir. Ja, 4 Wochen wohnen wir jetzt hier drinnen. Wir müssen noch einiges optimieren. Ja, das bleibt ja nicht aus. Wir sind ja multitaskingfähig unterwegs. Auflager nähen, schnell mal nach Bocholt fahren, Messe mitmachen, Hufstützen einbauen. Ist das schon wieder Jammern auf hohem Niveau? Nein, das ist kein Jammern. Ich will nur damit sagen, dass wir für das richtige Optimieren noch gar keine Zeit hatten. Nein, wir haben ja im Prinzip nur aus dem alten Wohnmobil rübergeräumt. Und genau. Wie gesagt, wir haben jetzt bei der Vorstellung mal so ein bisschen unsere Sachen gesagt, die gut sind, die weniger gut sind, die uns aufgefallen sind. Wir haben bis jetzt, wir haben mit dem Händler besprochen, weil der ja weiß, dass wir genug Praxiserfahrung hat, dass wir die haben, dass wir eine Liste machen, wo wir alles aufschreiben, was uns aufgefallen ist. Das wird natürlich abgestellt, aber die Liste ist 3 Sachen. Bis jetzt haben wir, die Jalousie an der Frontscheibe. Frontscheibe muss nachgebessert werden. Der Wasserdruck muss nachgebessert werden. Und das eine Licht hier unten. Ansonsten haben wir nach 4 Wochen Betrieb, Dauerbetrieb, muss man dazu sagen, noch keine nennenswerten Probleme oder wo wir sagen, wir können nicht weiterfahren. Im Gegenteil würde ich sagen, wir sind positiv überrascht. Ja. Wir sind richtig positiv überrascht. Ja. All das, was wir wollten, was uns das ausgemacht hat, dass wir hier zugeschlagen haben, das ist eingetreten. Wir haben Raum, wir haben Platz, wir können ganz anders hier drin arbeiten. Und dass es nicht das Nonplusultra gibt, das wissen wir. Also das ist, also für uns ist es das. Wir hatten auch in dem Euromobil keine nennenswerten Probleme gehabt. Und sonst hätten wir nicht 7 Jahre da drinnen gewohnt. Auch wir waren auch nicht viel in der Werkstatt gewesen. Nö. Ja, ansonsten ist das eine richtige Entscheidung gewesen. Für mich sind es noch 3,5 Jahre, wo ich arbeiten darf. Vielleicht noch 4 und 4/4, aber das weiß ich noch nicht. Du gehst nicht eher. Meine Ela hatte diese Woche Geburtstag und das ist jetzt, haben wir Gott sei Dank mitgekriegt, dass sie auch mit 65 in Rente gehen kann. Das werden wir natürlich ausnutzen und dann freuen wir uns auf die Rentenzeit. Hatten heute wieder schöne Gespräche mit Gästen hier auf dem Stellplatz gehabt, die sich auch jetzt auf die Rente freuen und dann lange unterwegs sein wollen. Ja, ich hoffe, euch hat die etwas andere Roomtour, im Gegensatz, weiß ich nicht, wir sind nicht die, die so gerne oder so häufig Wohnmobilvorstellungen machen, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu. Sind wir nicht die Typen da dazu. Wir haben es jetzt hier mal gezeigt. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, wie wir drinnen leben. Warum, wieso, weshalb. Und ich kann das Produkt F-Line Fiat Francia 790 GT uneingeschränkt empfehlen. Ich weiß, dass Francia mittlerweile viele Möglichkeiten bietet, wie man sich so ein Fahrzeug zusammenstellen kann. In der Konfiguration, so wie es hier ist, jetzt mit der großen Garage,
mit der Anhängekupplung ohne Hubbett. Das war uns wichtig. Und der Rest ergibt sich. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal drunter irgendwo schon mal gesagt hatten. Es kamen ja auch Kommentare wegen Hubbett und so weiter und so fort. Wenn man intensiv in so einem Wohnmobil lebt, was wir jetzt die letzten 2 Jahre gemacht haben, und man feststellt, das Hubbett ist einfach, doch, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, einfach nur ein Anhängsel, den wir persönlich nicht brauchen. Freilich guckt man sich dann um oder sagt, das nächste Wohnmobil kriegt kein Hubbett. Es ging so schnell. Wir konnten alles gar gut nicht überlegen. Alles klar. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann macht einen Daumen hoch. Abonniert uns, wenn ihr weiter was von der Villa Frenkie sehen wollt. Da wird noch einiges kommen. Und jetzt geht's am Freitag erstmal in die Osterferien. Auch da ist wieder viel Bewegung, viel Action. Da fahren wir als erstes zu unseren Freunden. Nach Braunschweig, dann, in die Nähe von Braunschweig. Dann fahren wir nach Eckernförde, da bekommen wir, das ist hier nicht eingebaut, das war aber in dem Euromobil, hatten wir es von Anfang an drin, eine Alarmanlage eingebaut. Und dann geht es zum Familientreffen nach Hamburg. Ja. Das wird spannend. Die Geschichte erzählen wir euch ein andermal, weil das läuft seit vorigem Jahr August. Und es war gut so, dass wir das im August schon gemacht haben. Ne, das machen wir. Das ist ein extra Video. Genau. Zu unserer Osterreise. Also, alle, die ein neues Wohnmobil haben, richtet es euch schön ein. Hoffen, dass ihr genauso viel Glück habt wie wir. Richtig. Bis jetzt haben wir. Also, wir haben bis jetzt noch keine nennenswerten Probleme, dass unser Wohnmobil mehr in der Werkstatt steht als bei uns. Aber da haben wir schon welche gehabt. Richtig. Die gekommen sind und haben gesagt, die Heizung geht nicht. Oder der Wasserkanntank funktioniert nicht. Alles gut. In diesem Sinne, freut euch auf kommende Videos und wir streiten uns nicht. Wir haben nur manchmal andere Meinungen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.